Meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie zu Ingenieur Mathematik A, Analysis 1 heute. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen wieder mit einer Vorstellung einer studentischen Initiative. Und ich habe es schon live sehen können, als wir uns noch live getroffen haben. Das großartige Objekt im Zentrum dieser studentischen Initiative. Aber sehen Sie selbst. Bis gleich. Hi, ich bin Markus, studiere Maschinenbau und bin bei uns für Projektmanagement zuständig. Ich bin Mayra, studiere Medienwissenschaften und bin hier bei Lions für Social Media verantwortlich. Wir bei Lions entwickeln, konstruieren und testen unsere eigenen Elektrorennwagen und sind auch seit 2019 mit dem autonomen Fahren dabei. Mit unseren Rennwagen nehmen wir an den internationalen Wettbewerben der Formula Student teil. Bei uns im Team hast du die Möglichkeit, die Gesamtfahrzeugentwicklung wirklich von der Konstruktion im CAD über die Fertigung von Faserverbundwerkstoffen bis hin zur Umsetzung unseres elektrischen Antriebsstrangs mitzuerleben. Unser Ziel ist es, mit unseren Partnern aus Industrie und Forschung zusammen an nachhaltigen und innovativen Technologien zu arbeiten. Bei Lions hast du auch die Möglichkeit, deine eigenen Ideen umzusetzen, was Foto- und Videoproduktion angeht. Wir haben eigene Workstations, du kannst unser Equipment nutzen und deine Ideen auch veröffentlichen. Wenn du Lust hast, deine Arbeit bei uns in Form einer Bachelor- oder Masterarbeit umzusetzen, dann bieten wir dir dafür die Möglichkeit. Und wenn du schnell genug bist, kannst du bei uns hinter Steuer steigen. Dann drücken wir dem Lions Racing Team auch die Daumen für möglichst viele von Ihnen, die dort mitarbeiten, das Fahrzeug noch schneller machen. Vielleicht können Sie auch fahren. Ich glaube, ich bin zu groß, um damit zu fahren, obwohl es mich auch unheimlich faszinieren würde. Soweit ich weiß, gibt es jemanden im Chat, der Ihre Fragen beantworten kann. Ansonsten finden Sie das Lions Racing Team natürlich auch per Netz oder am Infoabend. Willkommen zur Analysis. Vor zwei Wochen haben wir uns mit Reihen beschäftigt und da haben wir noch so ein bisschen was über. Durch die technischen Probleme bin ich nicht ganz dazu gekommen, das zu erzählen und habe unglücklicherweise dieses Leibniz-Kriterium nicht besprochen, was in den Übungen dann aber schon vorkommt. Ich denke, Sie haben es geschafft, damit trotzdem klarzukommen. Nehmen wir an, die Summanden einer Reihe gehen gegen 0. Das ist ja die notwendige Bedingung, sonst kann sie gar nicht konvergieren. Und die Folge der Beträge ist monoton fallend. Das heißt, die Beträge werden immer kleiner. Das müssen Sie nicht echt tun im Alltagssinne. Sie können zwischendurch auch durchaus mal gleich bleiben, also monoton fallend oder gleichbleibend, aber letztendlich gehen ja die AK gegen 0, das heißt die Beträge gehen auch gegen 0. Und AK mal AK plus 1 ist kleiner gleich 0. Damit kodieren wir, dass je zwei aufeinanderfolgende Summanden unterschiedliche Vorzeichen haben. Wenn das Produkt kleiner als 0 ist, dann muss 1 ein positives, 1 ein negatives Vorzeichen haben und danach wieder, das heißt, wir haben abwechselnd Plus- und Minuszeichen. Wenn ein solches Produkt 0 sein sollte, dann ist einer der beiden Faktoren 0 und weil ja die Folge der Beträge monoton fallend ist, sind dann auch alle folgenden 0. Das ist also der uninteressante Fall. Das soll für alle K gelten. Und die Aussage ist, dann konvergiert die Reihe über diese Summanden. Und der Beweis ist relativ leicht. Der Beweis für dieses Leibniz-Kriterium funktioniert folgendermaßen. Wir tragen die Partialsummenfolge ab und bei n gleich 0 ist S0 gleich A0. Wir beginnen mal mit einem positiven A, das heißt A0, das heißt A1 ist negativ, das heißt S1 ist kleiner. S1 ist also A0 plus A1. Jetzt ist die Frage, was ist S2? S2, A2 ist jetzt wieder positiv,
Aber A2 ist ja betragsmäßig kleiner als A1, das heißt, S2 ist nicht ganz so weit oben wie S0. Und S3, wenn es jetzt wieder ein A3 dazukommt, das ist größer als S1. Und so haben wir hier eine solche Partialsummenfolge. Jetzt stellen wir fest, dass die geraden Partialsummen mit geradem Index, die bilden eine monoton fallende Folge und die ist beschränkt zum Beispiel durch S1. Und in pink markiere ich Ihnen die Partialsummen mit ungeradem Index und diese ist monoton wachsend und nach oben beschränkt zum Beispiel durch S0. Das heißt, wir haben hier eine natürliche obere Schranke. Die Summanden alternieren in ihrem Vorzeichen. Hier eine Schranke nach unten. Beide konvergieren und da die Beträge gegen Null gehen der Summanden, nimmt der Abstand, also hier dieser durch drei Punkte angegebene Abstand zwischen zwei Partialsummen, immer weiter ab. Also konvergieren die beide gegen einen Wert. Und das ist dann der Wert der Reihe. Dies ist schlicht der Beweis des Leibniz-Kriteriums. Wir sehen also, dass wir ihm gut auf die Schliche kommen, wenn wir uns ein Bild machen und uns verdeutlichen, hier ist eine Frage im Chat. Die Reihe hat einen Wert, das ist der Grenzwert der Reihe. Die Partialsummen bilden eine Folge. Die Partialsummen sind die Teilsummen, die endlich die Summen der ersten n oder von 0 ab bis n Summanden. Und das, was ich hier eingezeichnet habe, sind die Partialsummen. Die haben natürlich eine Zahl, einen Wert. Und diese Partialsummen konvergieren gegen den Wert der Reihe. Als Beispiel hätten wir anzubieten die Reihe über minus 1 hoch k plus 1. Die Vorzeichen wechseln sich ab, die Beträge der Summanden fallen und natürlich konvergieren sie gegen 0. Und diese Reihe ist nicht absolut konvergent, denn wenn wir die absoluten Beträge der Summanden nehmen, dann kriegen wir die harmonische Reihe und dann konvergiert das nicht. Das heißt, wir haben ein Beispiel für eine Reihe, von der wir die Konvergenz beweisen können und die nicht absolut konvergiert. Diese Reihe konvergiert übrigens gegen den natürlichen Logarithmus von 2, was wir aber erst relativ spät beweisen können werden. Sie sehen mich nicht. Hier gibt es einen Tipp im Chat. Dankeschön. Das Beispiel besagt, wir nehmen die Reihe 1 minus 1/2 plus 1 Drittel minus 1 Viertel. Die haben wir vorher aufgeschrieben als Summenzeichen, um uns zu verdeutlichen, was diese Reihe ist. Haben wir für unterschiedliche k ausgerechnet. Für k gleich 1 kommt raus minus 1 hoch 2 durch 1. Das ist der erste Summand 1. Für k gleich 3 steht da minus 1 hoch 3. Das ist minus 1 durch 2. Das ist minus 1/2. Jetzt haben wir also die Reihe 1 minus 1/2 plus 1 Drittel minus 1 Viertel und so weiter. Die Vorzeichen wechseln sich ab, wie wir in der Bedingung ak mal ak plus 1 kleiner gleich 0 für alle k gefordert haben. Die Beträge fallen 1, 1/2, 1 Drittel, 1 Viertel, 1 Fünftel. Die Summanden gehen auch gegen 0. Und wir haben damit mit dem Leibniz-Kriterium eine konvergente Reihe, die aber nicht absolut konvergent ist, denn die zugehörige Reihe über die absoluten Beträge ist die harmonische Reihe und diese ist divergent.
Dann gibt es noch andere Reihen von genau dieser Art, dass sie, also die Fortzählungen sich mal abwechseln, 1 minus 1,5 plus 1 Fünftel minus 1 Siebtel zum Beispiel. Und das konvergiert gegen Pi Viertel. Das können wir aber im Moment noch nicht zeigen. Das werden wir erst sehr, sehr viel später nachweisen können, dass dieses funktioniert. Und das Leibniz-Kriterium ist typischerweise sehr leicht anwendbar. Und hier mit dem Bild haben wir die Partialsummenfolgen gezeichnet. Die einen sind monoton fallend, die anderen monoton wachsend, weil die Abstände zwischen den beiden immer kleiner werden und weil ja, die abwechselnden Vorzeichen haben einmal nach Plus und einmal mit Minus und dadurch entstehen die pinken Punkte und die orangen. Wir können mit Reihen, vor allen Dingen mit absolut konvergenten Reihen, rechnen. Und endliche Summen. Wir betrachten beispielhaft ein Produkt absolut konvergenter Reihen. Manchmal heißt das auch das Cauchy-Produkt, das ist etwas übertrieben. Und wir rechnen mit Hilfe dieses Produktes e hoch x mal e hoch y aus. Das heißt, wir setzen für beide die Exponentialreihen ein, von k gleich 0 bis unendlich mal y k durch unendlich von k gleich 0 bis unendlich. Das heißt, wir müssten hier ausrechnen, 1 plus x Quadrat durch 2 Fakultät plus x hoch 3 durch 3 Fakultät plus und so weiter, mal 1 plus y Quadrat und so fort. Und dieses würden wir ausmultiplizieren. Das heißt, wir müssten jeden Summanden mit jedem multiplizieren. Das heißt, wir würden anfangen, die 1 mit der nächsten 1 zu multiplizieren, mit y Quadrat durch 2 Fakultät, mit y hoch 3 durch 3 Fakultät und so weiter. Und dann würden wir das Ganze mit x noch einmal machen und wir hätten dann unheimlich viele Summanden. So als würden wir mit ganz herkömmlichen Summen rechnen. Um das etwas übersichtlicher zu gestalten, könnten wir beide Reihen anordnen in einem Tableau und alle entstehenden Summanden aufzeichnen. Hier schreiben wir mal durch 1 Fakultät und durch 0 Fakultät dahin und so weiter. Und für y haben wir auch y hoch 0 durch 0 Fakultät, y hoch 1 durch 1 Fakultät, y hoch 2 durch 2 Fakultät, y hoch 3 durch 3 Fakultät. Und jetzt erhalten wir alle denkbaren Produkte von diesen Summanden. Ich zeichne mal die ein hier auf der Diagonalen und dann entstehen auf den ersten Blick sehr unübersichtlich viele Summanden, weil wir so ein Produkt von unendlichen Reihen haben und hier sind natürlich auch überall Einträge drin. Und als erstes, um das Ganze einfacher zu gestalten, versuchen wir, die beiden, das Produkt schöner aufzuschreiben. Die x laufen und zwar ist hier k gleich 0 und hier ist k gleich 1 und da ist k gleich 2 und so fort. Und die y sind auch mit k nummeriert, das stört nicht, solange wir diese Reihe dort als Zusammenfassung von so einer unendlichen Summe betrachten. Wenn wir jetzt aber das eine k auf der waagerechten Linie haben, dann würden wir uns hier wünschen, dass es n heißt. Also könnten wir sagen, dieses benennen wir um in n. Das ändert an dem Ausdruck nichts und ich lasse es extra so erkennbar, dass wir sehen, dass wir einfach nur diese Zählvariable umbenannt haben. Und dann fassen wir die sozusagen sehr, sehr vielen Summanden wieder anders zusammen, indem wir solche Diagonalen betrachten. Auf dieser Diagonalen gilt k plus l ist 3. Das ist jetzt hier in diesem Fall das m, k plus n ist 3.
Und jetzt zählen wir auf dieser Diagonalen von L gleich 1, L gleich 0, L gleich 1, der soll L gleich 2 sein und der ist L gleich 3. Das heißt, K liefert unsere neue Zählvariable L. Und nun kriegen wir heraus, dass wir dieses schreiben können als Summe von m gleich 0 bis unendlich, nämlich über alle diese Diagonalen. Und jetzt zählen wir die Diagonale entlang von 0 bis m. Ja, die erste Summe, das erste Summenzeichen, summiert über alle diese Diagonalen. Und das zweite Summenzeichen summiert über entlang der Diagonalen. Und jetzt kriegen wir solch einen Ausdruck. Und wenn man ein bisschen sortiert, dann könnte man sagen, wir sortieren das 1 durch m Fakultät aus. Dann steht hier 1 durch m Fakultät. Und jetzt haben wir das gar nirgendwo ausgeklammert im zweiten Ausdruck. Jetzt schreiben wir hier wieder hin m Fakultät xl hoch L, Y hoch M minus L durch L Fakultät mal M minus L Fakultät. Und hier markiere ich in gelb diesen Ausdruck, das ist der Binomialkoeffizient, dieses gelbe M über L. Da steht also der Binomialausdruck für X plus Y hoch M. Und da sehen wir also, das Produkt der Reihen liefert erwartungsgemäß e hoch x plus y. Und das kennen wir ja von den Potenzgesetzen. Wir haben also diese Umformung hingekriegt. Ich gebe zu, es war relativ schnell. Um es wirklich nachzuvollziehen, würde ich Ihnen empfehlen, sich das Stück für Stück aufzuschreiben, die binomischen Formeln daneben zu setzen. Und dann werden Sie sagen, ja, das ist also relativ klar. Hier war eine Frage im Chat, reichen Skizzen als Beweis? Natürlich reicht eine Skizze nicht als Beweis, aber ich habe etwas dazu gesagt und habe es begründet. Und ich habe sozusagen alle Schritte benannt und ausgeführt. Und wenn Sie natürlich irgendwo die Aufgabe haben, etwas zu beweisen, dann müssen Sie eine Form wählen, bei der derjenige, der den Beweis genießen soll, anfangen kann, also der das Ganze versteht. Wenn eine Skizze reicht, ist es völlig okay. Typischerweise würden Sie ein bisschen was dazu kommentieren, was in der Skizze eigentlich ist und einen Antwortsatz oder quasi eine Schlussfolgerung dorthin schreiben. Die habe ich Ihnen verbal gegeben. Und die Hauptschwierigkeit beim Beweis ist typischerweise die, wo man anfangen soll. Soll man anfangen bei am Anfang schuf, wer auch immer was? Oder soll man an irgendeiner anderen Stelle anfangen? Was muss man eigentlich beweisen? Und dass die Addition zum Beispiel kommutativ ist in den ganzen Zahlen, das beweist man typischerweise nicht mit. Das ist die Hauptschwierigkeit beim Beweisen. Natürlich muss man auch sozusagen eine gewisse logische Argumentation bekommen. Und wenn die nachvollziehbar ist, dann würde ich es als Beweis jederzeit gelten lassen. Es kommt auf die Argumentation an, nicht auf eine bestimmte geschriebene Form. Mit diesem kleinen Nachtrag, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem Kapitel Nummer 3. Bei diesem Kapitel geht es um Funktionen. Ja, Funktionen, mathematische Funktionen, natürlich nicht die Funktion des Generalsekretärs. Und als erstes definieren wir, was eine Funktion überhaupt ist und welche Eigenschaften wir verwenden wollen, um Funktionen relativ allgemein zu beschreiben. Die allermeisten Studierenden ihrer Studiengänge wissen oder glauben zu wissen, was eine Funktion ist. Trotzdem ist es durchaus sinnvoll, nochmal festzulegen, was eine Funktion tut. Eine Funktion bildet einen Definitionsbereich, bei uns meistens eine Teilmenge der reellen Zahlen in einen Wertebereich oder Bildbereich, meistens auch eine Teilmenge der reellen Zahlen ab. Und das tut sie. Und ich benutze dieses altertümliche Wort Vermöge der Bildungsvorschrift, dass ein Wert x aus dem Definitionsbereich oder jeder Wert x auf einen Funktionswert f
abgebildet wird. Sie haben jetzt von mir schon einen durchaus bewusst eingebauten Versprecher erlebt. Ja. Die Funktion bildet den Definitionsbereich in den Bildbereich ab. Das heißt, die Funktion nimmt jedes Element des Definitionsbereichs und komplett wie ein Automat erzeugt es aus diesem X, ohne nachzudenken, ohne eigene Entscheidung, ein Bild F von X. Und das soll funktionieren mit jedem Element des Definitionsbereichs. Sie ordnet jedem X aus dem Definitionsbereich. Ja, der Definitionsbereich sagt Ihnen, was Sie in diese Funktion alles hineinstopfen können. Ja, zum Beispiel das Wort schälen hat als Definitionsbereich so mehr oder weniger alles, was man schälen kann. Äpfel sind da bestimmt drin. Und das, was man schälen kann, diese Maschine, die schält dann, diese Funktion als Maschine, als Automat, schält dann dieses Objekt. Was Sie nicht schälen können, das können Sie da gar nicht reinstecken. Da macht die Maschine gar nichts mit, zum Beispiel Liebe. Ja, man kann Liebe nicht schälen außerhalb der Poesie. Und da sagt der Automat, nee, da habe ich nichts mit am Hut, da mache ich gar nichts mit. Und der Automat hat also einen genau definierten Definitionsbereich, genau beschriebenen Definitionsbereich. Ja, wir benutzen genau definiert als normal, in unserer normalen Sprache in dem Sinne als genau bestimmt oder ausgearbeitet manchmal auch. Das benutzen wir relativ vielfältig. Und deshalb sollten wir uns in der Mathematik hüten, solche Sachen zu sagen, wie aus einem genau definierten Definitionsbereich, wie ich eben gemacht habe, damit wir diesen Alltagsgebrauch nicht mit dem mathematischen Sprachgebrauch zusammenbringen. Also, aus dem Definitionsbereich D, den wir als gegeben betrachten, können wir jedes Element X nehmen und diese Maschine, diese Automat, ich betone das immer, dass es ein Automat ist, der keine eigene Entscheidung trifft, wird also ein F von X zugeordnet. Wenn wir also uns eine Funktion vorstellen, so wie wir sie aufgezeichnet kennen typischerweise hier, dann haben wir auf der waagerechten Achse beispielsweise einen Definitionsbereich. Und jetzt nehmen wir ein X heraus und diesem X wird ein F von X zugeordnet. Und typischerweise markieren wir diesen Punkt als Teil des Funktionsgraphen. Und wenn wir einen Punkt nehmen, hier einen, diesen, dann wird dem in Pink auch ein Funktionswert zugeordnet und wir kriegen diese. Es kann uns nun passieren in Rot, dass dem Punkt hier in Rot der gleiche Funktionswert wie dem Punkt in Schwarz zugeordnet ist. Das ist nicht verboten. Wichtig ist nur, wir stecken ein, jedes X können wir hineinstecken in den Automaten, so wie so ein Pfandautomaten. Das, was Sie da reinstecken können, das ist genau definiert, nämlich alles das, wo so ein Pfandmarker draufklebt. Und wo kein Pfandmarker draufklebt, das ist offenbar keine Pfandflasche, egal ob Sie glauben, dass das eine Pfandflasche sein müsste oder nicht, der Automat spuckt es einfach wieder raus. Und dann erzeugt der Automat einen Pfandzettel, wenn Sie also nur das auf eine einzelne Flasche beschränken. Ja, nicht alles, was hinkt, sind Vergleiche, aber das kann man sich ungefähr so vorstellen. Und der Automat könnte theoretisch auf den Pfandzettel alles Mögliche draufdrücken, aber er druckt genau für diese eine Flasche den Wert drauf, der da steht. Der Automat druckt da nicht 1,87 Euro drauf, weil ihm die Flasche so gut gefällt. Und er entscheidet sich auch nicht, ob er plus oder minus 15 Cent da drauf druckt, sondern entscheidet sich genau für eins. Genau ein F von X wird dem X zugeordnet. Das passiert gewissermaßen, das kann auch eine Maschine, automatisiert. Ihr Taschenrechner kann das auch, da sind Funktionen drauf, Sinus und Wurzel und sowas. Und wenn Sie jetzt eine Zahl eingeben und drücken auf die Wurzeltaste, ja, stellen Sie sich so ein altertümelnden Taschenrechner vor, wo Sie wirklich einen Wert haben. Auf dem Handy ist es meistens noch so wieder gegeben. Und dann drücken Sie auf die Wurzel und dann wird aus dem
Wert, den Sie eingegeben haben, die Wurzel, die wird dann angezeigt. Wenn Sie eine negative Zahl eingeben, weil typischerweise der Taschenrechner nicht wie die lineare Algebra die komplexen Wurzeln ausrechnet, dann sagt Ihnen der Taschenrechner, es ist nicht definiert, es ist nicht im Definitionsbereich, es ist nicht bestimmt, es gibt keinen Wert. Und wenn Sie jetzt die Wurzel aus 4 ausrechnen, dann kommt da 2 raus. Dann kommt da nicht, oh, es könnte 2 oder minus 2 sein. Es gibt also genau einen Wert, der da rauskommt. Deswegen sind es auch die komplexen Wurzeln im Komplexen. Es sind mehrere. Das betonen wir immer. Die sind alle gleichberechtigt, weil wir keine Vergleichsrelation dort haben, keine größte oder kleinste auswählen können. Und das ist also keine Funktion, die Abbildung von einer Zahl auf ihre komplexen Wurzeln, das sind mehrere. Sie erinnern sich möglicherweise auch bei der Auflösung der quadratischen Gleichung auf diese PQ-Formel, das Plus-Minus-Wurzel aus P2⁄4 minus Q. Das war mir so ein bisschen eierig. Was ist das Plus-Minus eigentlich? Ja, das hat Ihnen Herr Stauz aufgelöst in der linearen Algebra. Das sind die komplexen zweiten Wurzeln aus der Zahl dort hinten. Aber es ist eben keine Funktion. Es sind mehrere Werte. Eine Funktion ordnet jedem x des Definitionsbereichs alles, was Sie hineinstopfen können, in die Funktion 1f von x zu. Und Sie müssen natürlich festlegen, was Sie hineinstopfen können, ähnlich wie bei dem Pfandautomaten. Da können wir, wenn Sie einen Apfel reintun, das ist Unfug, das passiert nichts damit. Das ist ein falscher Automat, das ist nicht im Definitionsbereich dieses Automaten. Und die Menge dieser Punkte, die wir hier aufgezeichnet haben, die bilden dann den Graphen der Funktion. Jetzt habe ich da welche außerhalb des Definitionsbereichs eingezeichnet und sehen Sie, die sind gar nicht drin. Wenn Sie jetzt sich erschreckt haben und gesagt haben, was macht er nun? Eben hat er doch erzählt, nur aus dem Definitionsbereich. Dann haben Sie das richtig gekriegt. Diese da, die könnten wir vielleicht ausrechnen mit der Berechnungsvorschrift, aber die Funktion enthält diese Werte eigentlich nicht, weil es zu Argumenten sind, die nicht im Definitionsbereich liegen. Das heißt also, die sind genau genommen nicht besprochen. Ja, das wäre ungefähr so, als ob Sie quasi eine Fremdflasche in den Pfandautomaten hineintun und wenn der Automat sich entschließt, Ihnen ein Ticket zu geben, wo drauf steht 0, dann ist es aber trotzdem völlig unklar, was passiert. Es ist sozusagen nicht bestimmt, es ist nicht definiert. Ja, das tut der nicht, spuckt einfach die Flasche wieder aus. Aber der schwarze Punkt, den ich da eingemalt habe, der kann sein, dieser Punkt könnte vorkommen, die können also irgendwo liegen. Es gibt keinerlei Forderung, dass wir die Linie durchziehen können. Es gibt nur die Forderung, wenn Sie ein x aus dem Definitionsbereich reintun und es muss für jedes x funktionieren, dann kommt auch genau ein f von x raus. Ja, man kann das Ganze also automatisieren und es besteht kein Interpretationsspielraum. Das ist relativ wichtig. So allgemein klingt das jetzt nicht übermäßig überraschend, aber immer dann, wenn man zum Beispiel quadratische Gleichungen löst oder irgendwo in die Verlegenheit kommt, das wieder aufzulösen, dann sind Anwenderinnen und Anwender typischerweise schnell bereit, auf diese Deutlichkeit zu verzichten. Und wenn Sie diese Genauigkeit nicht benutzen hier und sagen, naja, es kann dies oder jenes sein, dann können Sie es zum Beispiel einem Computerprogramm nicht beibringen, weil das Computerprogramm sich nicht entscheidet, es kann nicht damit um, wir können dies oder jenes machen, sondern es nimmt Werte und es rechnet irgendwas damit aus. So, das ist also unsere Definition der Funktion und jetzt betrachten wir ein paar Eigenschaften. Wir nennen f injektiv. Und das bedeutet, wenn x1 ungleich x2 ist und x1 und x2 sind aber trotzdem beide aus dem Definitionsbereich, dann folgt daraus, dass f1 auch ungleich f2 sein soll. Ja, also eine Funktion ist injektiv, wenn sie diese Eigenschaft hat. Unsere Aufgabe ist jetzt zu verstehen, was diese Eigenschaft beinhaltet, was diese Eigenschaft überhaupt aussagt. Und wir haben hier
die waagerechte Achse X in einem genügend großen Definitionsbereich D. Und wenn wir jetzt zwei unterschiedliche X1 und X2 haben, so besteht die Forderung darin, dass die beiden Funktionswerte auch unterschiedlich sein sollen. Also x1 und x2 sollen nicht auf dasselbe Bild abgebildet werden. Kein Element von B ist Bild von zwei Urbildern. Ja, das sind hier die Bilder. Die heißen Bilder. Das sind die Urbilder. Und kein Bild, kein Element von B ist Funktionswert von zwei unterschiedlichen x1 und x2. Denn wenn x1 und x2 unterschiedlich sind, dann sind auch f von x1 und f von x2 unterschiedlich. Ja, wenn Sie zum Beispiel eine Abbildung betrachten, die jeder Person der Person zuordnet, die diese Person im biologischen Sinne geboren hat. Ich erinnere an das Urteil eines Kammergerichts aus Berlin, der oder die Gebärende ist standesamtlich die Mutter, also traditionell hätte man gesagt, auf die Mutter abbildet, dann ist diese Abbildung, ja, jede Person hat jemanden, der oder die sie geboren hat, aber nicht zwei unterschiedliche X1 und X2, haben nicht zwingend zwei unterschiedliche Personen, die sie geboren haben, sondern es könnten Geschwister sein. Und diese beiden könnten dieselbe, traditionell gesehen, Mutter haben. X1 und X2 sind Urbilder. Das ist das Urbild oder das Argument. Hier ist eine Frage im Chat. Und das ist das Bild oder der Funktionswert. Wir bilden also Urbilder, Argumente ab auf Bilder. Das B steht für die Menge, in die hinein abgebildet wird. Das ist der Wertebereich. Das D ist der Definitionsbereich. Das ist der Wertebereich. Oder Bildbereich. Das Wort Injektiv kommt von hineinwerfen. Das ist an der Stelle nicht ganz klar, warum es... Was soll die Bemerkung heißen, nicht auch Definitionsbereich und Bild? Das Bild, warten Sie einen Moment, ist noch etwas eingeschränkt. Ja, wir gucken uns das gleich an. Der Wertebereich oder Bildbereich, das ist die Menge aller zugelassenen möglichen Bilder. Typischerweise ist der im Moment noch nicht ganz so interessant, weil wir ihn einfach riesig groß machen können. Wir können einfach sagen, wir lassen alles Mögliche zu und dann kommen wir schon hinein. F von x1 ungleich f von x2 von Schnittpunkten ist überhaupt gar keine Rede. Es gibt keine Schnittpunkte. Denken Sie zum Beispiel an den Fall, dass Sie jeder Person die Person zuordnen, die diese geboren hat, die erste Person. Da ist kein Schnittpunkt. Von Schnittpunkten reden wir nicht im Moment. Wir haben keine Schnittpunkte. F von x1 habe ich hier aufgezeichnet, ist ein Punkt. F von x oder eine Stelle auf der y-Achse. F von x2 ist auch eine Stelle darauf. Ich weiß, Sie haben in der Schule irgendwann mal Schnittpunkte von Geraden ausgerechnet. Und da haben Sie y von f1 von x und y ist f2 von x und beim Schnittpunkt mussten x und y gleich sein und deshalb ist f1 von x gleich f2 von x. Da haben Sie also zwei Funktionen und wenn die sich schneiden, dann müssen Sie an der gleichen Stelle den gleichen Funktionswert haben. Schneiden setzt natürlich voraus, dass Sie irgendwie eine Gerade oder eine Kurve haben. Aber hier an der Stelle geht es darum, dass zu zwei unterschiedlichen Urbildern zwei unterschiedliche Funktionswerte gehören.
Und das ist hier drin beschrieben. Es geht nicht um zwei unterschiedliche Funktionen. Eine andere Eigenschaft, die wir so benennen, ist F-Surjektiv. Ja, da steckt Sur über auf, jackere, werfen drin. Und diese Aussage soll bedeuten, für alle Y aus dem Wertebereich oder Bildbereich B existiert tatsächlich ein X aus dem Definitionsbereich, sodass F von X gleich Y ist. Jetzt wird dieser Bildbereich interessant. Jetzt steht hier nämlich, wir haben einen Definitionsbereich, den brauchen wir, um die Funktion beschreiben zu können, wenn wir nicht festgelegt haben, wofür die Funktion definiert ist, welche x wir also verwenden können, dann haben wir die Funktion nicht vollständig beschrieben. Und jetzt haben wir hier den Bildbereich b, das ist die Menge, in die hinein unsere Funktion abbildet. Und die Aussage sagt jetzt, zu jedem y hier finden wir tatsächlich ein x. Das ist das x, sodass das x auf das y abgebildet wird. Es bleibt sozusagen nichts übrig. Wir hätten jetzt auch zu diesem anderen y, würden Sie auch ein x finden. Und zu diesem würden Sie diesen Punkt finden. Und hier könnten Sie sich vorstellen, oder machen wir es in einer anderen Farbe, zum Beispiel in einem helleren Blau, zu diesem y finden Sie auch ein x. Also zu allen möglichen Werten aus dem Wertebereich existiert auch ein x. Das heißt, alle Elemente von B sind tatsächlich Funktionswerte. Ein deutscher Pfandautomat könnte zwar theoretisch von der reinen Drucktechnik jeden möglichen Wert auf den Pfandbon drucken, aber im Wertebereich sind solche Werte wie 8 Cent, 15 Cent. Ich glaube, es gibt auch Flaschen für 30 Cent, aber viel mehr Auswahl gibt es bei den einzelnen Flaschen, die Sie in diese Röhre hineinstecken, nicht. Das heißt, der Wertebereich besteht möglicherweise aus allen Preisen, die dieser Automat theoretisch aufdrucken könnte, aber es ist nicht surjektiv. Sie finden keine Flasche für 23 Cent, glaube ich mal. Das heißt also, zu dem Y 23 Cent gibt es einfach keine Flasche, die diesen Pfandpreis hat. Und damit wäre es nicht surjektiv. Surjektiv bedeutet, dass der gesamte Bildbereich B auch tatsächlich erreicht wird. Das heißt, dieses gesamte Intervall in der Darstellung wird auch tatsächlich ausgefüllt. Die Funktion, könnte man sagen, die Funktion überstreicht mit ihren Werten den gesamten Bereich B. Ein Beispiel wäre, wenn Sie hier einen Definitionsbereich D eingetragen haben und Sie zeichnen jetzt eine Funktion ein, zum Beispiel so, und Sie wählen als Bildbereich genau dieses Stückchen B, dann ist die Funktion surjektiv. Zu jedem Y finden Sie tatsächlich ein X. Ja, Sie sehen, man muss diese Funktion quasi durchzeichnen können. Sie muss stetig sein. Und Sie müssen das Minimum und das Maximum der Funktion als die Grenzen von B nehmen. Dann hätten Sie hier ein Beispiel für eine surjektive Funktion, ein gezeichnetes Beispiel. Und dann heißt F bijektiv, wenn es injektiv ist, und surjektiv. Das heißt also, der gesamte Bildbereich soll vorkommen und kein Element des Bildbereiches, es haben ja alle Urbilder, weil es surjektiv ist, kein Element des Bildbereiches hat zwei unterschiedliche Urbilder. Das ist also eine relativ starke Forderung. Das bedeutet also,
dass wir einerseits einen Definitionsbereich haben, den wir in den Bildbereich abbilden, sonst wäre es keine Funktion, aber zu jedem Element des Bildbereiches gibt es ein Element des Definitionsbereichs und weil es injektiv ist, gibt es genau ein Element. Also wir können das Y, was wir zu dem X finden, das können wir rückgängig machen. Wir können genauso gut sagen, aus dem Y, weil es ja nur ein einziges Urbild gibt, machen wir auch das X. In Rot haben wir also die Auswirkung der Funktion f. Und in Blau haben wir die Umkehrung, die inverse Funktion, die die Prozedur umkehrt. F invers ist die Umkehrfunktion. Die Umkehrfunktion oder Umkehrabbildung zu einer bijektiven Funktion f macht Folgendes. Sie bildet den vorherigen Bildbereich in den vorherigen Definitionsbereich ab, sodass b jetzt der Definitionsbereich der Umkehrfunktion ist und d der Bildbereich der Umkehrfunktion. Und zwar tut sie dies vermöge der Zuordnung, dass f invers von y gleich x ist. Und das soll genau dann gelten, wenn f von x gleich y ist. Das heißt, wenn wir die Umkehrfunktion auf die Funktion f anwenden, dann machen wir das Ganze rückgängig und dann steht da wieder x. Und wenn wir die Funktion f auf die Umkehrfunktion anwenden, dann kommt da auch wieder y raus. Das ist also das inverse Element in einer entsprechenden Gruppenstruktur, wie Sie bei Herrn Staudt in der linearen Algebra besprochen haben. Hier ist in Frage die Chat, was wäre ein Beispiel, wenn eine Funktion, die nicht surjektiv ist. Wir bilden die Pfandflaschen auf die Pfandpreise ab. Wir nehmen als Definitionsbereich alle Pfandflaschen, als Wertebereich nehmen wir alle denkbaren Preise. Diese Funktion ist nicht surjektiv, weil es keine Pfandflasche gibt, die 23 Cent Pfand ergibt. Wäre also nicht surjektiv und mathematische, also eher mathematische Beispiele, die kommen in Kürze, wenn wir die Funktionen besprechen. Bitte beachten Sie, dass die Umkehrfunktion ein minus 1 dort oben stehen hat. Ich würde das als invers aussprechen oder Umkehrfunktion. Es soll nicht verwechselt werden mit 1 durch. Es ist nämlich nicht die Umkehrung der Multiplikation, sondern es ist die Umkehrung der Anwendung der Funktion. Es ist die Umkehrabbildung zu einer zu einer Abbildung f, zu einer Umkehrfunktion zur Funktion f. Und es ist nicht die Umkehrung der Multiplikation. Nein, nicht jede Funktion hat eine dieser Eigenschaften. Ja, es gibt Funktionen, die haben keine dieser Eigenschaften. Und es sind relativ neue Eigenschaften. Ich weiß, dass Sie in dieser Form wahrscheinlich nicht so richtig dran gedacht haben. In der Schule gibt es manchmal den Begriff der Eindeutigkeit und manche haben auch mit eindeutig hantiert. Eindeutig ist letztlich schillernd, das habe ich hier vermieden. Ja? Wir haben gesagt, jedem Element x wird genau ein Funktionswert f von x zugeordnet. Das ist also die Tatsache, dass es eine Funktion ist. Eine Funktion heißt injektiv, wenn keine zwei ungleichen Argumente auf den gleichen Funktionswert abgebildet wird. Und die Funktion heißt surjektiv, wenn alle Elemente des Bildbereiches tatsächlich vorkommen. Und die Aufgabe für Sie ist, diesen Formalismus aufzulösen. Und die Funktion f ist bijektiv, wenn sie injektiv ist und surjektiv. Das heißt, zu jedem x
gehört genau ein Y, das wissen wir schon, weil es eine Funktion ist, aber gleichzeitig gehört zu jedem Y, dass wir jedes Y einsetzen können, liegt an der Surjektivität, genau ein X, das ist genau eins, es liegt an der Injektivität und dann können wir die Umkehrabbildung bilden. Eine Funktion f heißt monoton wachsend. Nun, das kennen Sie von den Folgen natürlich schon. Wenn wir x vergrößern, dann soll auch f von x größer werden. Wenn also x2 weiter rechts liegt auf der x-Achse, dann muss f von x2 weiter oben auf der y-Achse liegen, wobei wir erlauben, dass es nicht wirklich wächst und wir sagen, f ist streng monoton wachsend. Wenn aus der Tatsache, dass wir das Argument vergrößern, tatsächlich folgt, dass das f von x2 größer wird. Die Funktion f heißt gerade, wenn f von x gleich minus, f von minus x ist, und zwar für alle x aus dem Definitionsbereich, und es ist in diesem Fall meist r. Was bedeutet dieses? Wir überlegen uns, dass wenn wir hier eine Funktion haben, hier ist die x-Achse, und da haben wir x, und dann soll für x und minus x das Gleiche herauskommen, also die Funktion, die da entsteht, ist definitiv nicht injektiv, weil der entsprechende Funktionswert x und minus x als Urbilder hat. Und das soll für jedes x gelten, hier zum Beispiel. Das heißt, die Funktion, die dort entsteht, die ist möglicherweise, sieht die so aus, das haben wir sonst nicht weiter festgelegt. Und diese Funktion ist spiegelsymmetrisch zur y-Achse. Wir können sie an der y-Achse spiegeln. Wir kriegen die gleiche Funktion. Das bedeutet, dass die Funktion gerade ist. Und wir nennen eine Funktion f ungerade, wenn f von x gleich minus f von minus x ist. Das sieht jetzt folgendermaßen aus. Hier haben wir das x. Hier haben wir wieder unsere vertikale Achse. Zu x gehört ein Funktionswert f von x und zu minus x gehört minus f von x, das heißt also, der liegt jetzt genau mit entgegengesetztem Vorzeichen unter der Achse. Und wir könnten uns vorstellen, dass diese Funktion also so aussieht. Macht sie sowas? So könnten wir uns vorstellen, dass diese Funktion aussieht. Diese Funktion ist drehsymmetrisch oder rotationssymmetrisch zum Ursprung. Wir können uns vorstellen, wir fassen die Funktion an und drehen sie einmal und dann kommen wir wieder auf dieselbe Funktion. Ja, wir könnten auch hier versuchen, das Ganze zu verbinden und dadurch anzuzeigen, dass wir solch eine Rotationssymmetrie oder Drehsymmetrie zum Ursprung haben. Wir nennen f periodisch mit der Periode t ungleich 0 und dann, das bedeutet also f von x ist gleich f von x plus t für alle x. Immer wenn wir einen t dazu addieren, dann kommt wieder das Gleiche raus. Der Winkel des großen Zeigers der Uhr in einem klassischen Zifferblatt hat also die Periode 12 Stunden, dann steht er wieder in der gleichen Richtung. Und dann haben wir also eine Abbildung der Zeit auf den Winkel dieses Zeigers bezogen auf irgendeine Referenzlinie. Und dann haben wir eine solche Periodizität. Und dann definieren wir noch das globale Maximum einer Funktion f. Alles, worauf die Funktion f lebt, auf dem Definitionsbereich, das ist also wirklich der maximale Wert, so er denn existiert, von
F an einer Stelle, wir drücken damit aus, es gibt tatsächlich eine Stelle X, wo wir X Max haben, und das bedeutet, dass F Max größer gleich ist als F von X für alle X aus D. Ja, also dieser Wert ist das globale Maximum, und ein lokales Maximum, das ist also nur ein Maximum in der Nähe. Das könnte bedeuten, es existiert ein Epsilon, natürlich immer größer 0, sodass f von xm, wenn xm das die Stelle des lokalen Maximums ist, größer gleich f von x ist, für alle x aus der Nähe von xm. Ja, das heißt also, dieses schneiden wir mit dem Definitionsbereich, und alle Werte, die da drin sind, die in dieser kleinen Umgebung, aber die Umgebung kann klein sein, erzeugen Funktionswerte, die kleiner sind als f von xm. Wenn Sie ein Beispiel betrachten und Sie haben hier einen Definitionsbereich d Ihrer Funktion, dann könnte diese Funktion so aussehen. In dem Definitionsbereich definiert, und dann hätten Sie das globale Maximum hier, das ist der höchste Wert, den die Funktion annehmen kann an der Stelle. Da ist also x max und der Funktionswert ist f von x max. Und dann haben Sie noch eine Reihe lokaler Maxima, auf die Sie hinaufgestiegen sind. Das ist ein lokales Maximum. Das ist ein lokales Maximum hier. Das ist auch ein lokales Maximum, und das ist auch ein lokales Maximum, weil sie größer sind als die Werte in ihrer Umgebung. Wenn Sie also auf die höchste Stelle des Theaterwalls geklettert sind, dann sind Sie bei einem globalen Maximum, aber bezogen auf die Höhe über normal Null. In Niedersachsen haben Sie natürlich kein niedersächsisch globales Maximum. Das ist nämlich der Wurmberg, auch wenn kurz daneben der Brocken ist, der noch ein wenig höher ist. Die Punkte am Rand sind auch lokale Maxima, weil sie höher sind als ihre Umgebung. Brandenburg hat zum Beispiel das Problem, dass der höchste Punkt Brandenburgs kein lokales Maximum bezogen auf Deutschland ist, weil der höchste Punkt Brandenburgs meines Wissens an einem Hang liegt, wo der Gipfel dieses Hügels in Sachsen liegt. Das sind letztlich etwas pedantische Unterscheidungen, aber es ist eigentlich ganz gut, sich zu verdeutlichen, dass wenn Sie beispielsweise immer bergauf klettern, stellen Sie sich vor, Sie sind im Gebirge, im Hügelland, und Sie gehen immer bergauf, dann kommen Sie zwangsläufig bei einem Maximum an, falls es eins gibt, also falls es nicht unendlich hoch geht, aber dieses Maximum ist eben nur ein lokales Maximum. Ja? Wenn es kein lokales Maximum wäre, könnten Sie weiter hinaufklettern, aber es kann passieren, dass Sie also ganz dicht neben einem höheren Berg angekommen sind, bei dieser Prozedur immer weiter hinaufzulaufen. Häufig suchen Sie zum Beispiel ein Minimum mit numerischen Mitteln, und dann verwenden Sie als Suchstrategie die Prozedur, immer bergab zu laufen, und dann finden Sie auch ein Minimum. Aber das ist nur ein lokales Minimum, ein globales Minimum. Können Sie nicht überall finden. Das CAPI vor D, das ist die Frage im Chat, wofür steht das? Das ist der Durchschnitt. Ja, speziell bei den Randpunkten ist diese Umgebung nicht nach beiden Seiten mit Epsilon dargestellt, sondern sie schneidet sich mit D. Die Umgebung wäre also plus minus Epsilon zum Beispiel, und es kommt aber nur auf dieses Stückchen an, weil die Funktion nur dort definiert ist. Ja? Umgekehrt ist es die Vereinigung, da zeigt es, es ist eine Tasse, können Sie alles hineinwerfen, oder eine Schüssel, und so rum ist es ein CAPI, nur was unter den gemeinsamen Hut geht. Damit haben wir ein paar Eigenschaften gesammelt, die wir hier bei der Besprechung der Standardfunktionen verwenden werden, und speziell die Eigenschaften der Surjektivität und der Injektivität. Die werden Sie
auch in der linearen Algebra noch einmal besprechen. Die sind natürlich neu und meine Empfehlung wäre, sich diesen Formalismus anzugucken und zu fragen, was dort überhaupt drin steht, wie man das übersetzen kann in diese Formulierung. Alle Elemente des Wertebereichs kommen tatsächlich vor bei Surjektivität oder ein Wert aus dem Wertebereich hat höchstens ein Urbild bei Injektivität, dass sie dieses gewissermaßen diesen Formalismus interpretieren können. Potenzfunktionen sind Funktionen der Form f von x gleich x hoch a. Und als erstes beginnen wir mit natürlichen a, also natürlichen Zahlen a. Und jetzt können wir zum Beispiel für a gleich 1 diese Funktion auch tatsächlich zeichnen. Ja, wir nehmen Funktionen, die von r nach r abbilden. Und hier haben wir jetzt f von x gleich x hoch 1 gleich x. Das heißt, zu jedem x bilden wir tatsächlich auf den Funktionswert f von x ab. Das ist auch gleich x. Diese Funktion f, die bildet von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen ab. Sie ist injektiv, ja, wenn f von x sich unterscheidet von einem f von x2, dann sind x1 und x2 auch unterschiedlich. Sie ist monoton wachsend, sie ist bijektiv, also jede reelle Zahl kommt als Bild vor. Dann nehmen wir a gleich 2 und das ist eine Parabel. Ich finde, eine angehende Ingenieurin und ein angehender Ingenieur und alle anderen natürlich auch tun gut daran, in der Lage zu sein, eine Parabel zu zeichnen. Ich zeichne Ihnen eine Parabel vor. Ja, sie beginnt hier oben irgendwo, wo ganz genau ist, egal. Und dann schmiegt sie sich hier an und dann geht sie da wieder hoch. Jetzt hat die Parabel unten links so einen kleinen Buppel da. Das ist nicht schön gelungen. Ja, wir wollen ja auch nicht unbedingt Zeichenkünstler werden. Wir probieren es einfach nochmal und gucken es, ob wir es ohne Buppel hinbekommen. Ei, schöner. Ja, so ist hübsch. Das ist eine schöne Parabel. Das ist auch nicht wirklich, ich sehe es, das ist auch nicht wirklich eine super Parabel, aber es ist eine ganz hübsche Parabel und vor allen Dingen ist sie unten schön rund. Ja? Parabel hat keine Knicke und solche Dinge. Sie schmiegt sich an die x-Achse. Das sieht halbwegs nach der Funktion f von x gleich x² aus. Und wie Sie sehen, habe ich keine Punkte gezeichnet oder sowas. Was wir relativ häufig sehen hier als Warnung, ich mache es mal in Pinkfarben. Das sind Bilder, die sehen so aus. Leute zeigen, ah, für 0 kommt 0 raus und dann kommt 1 raus. Und dann passt es schon nicht. Und dann machen sie sowas. Das, meine Damen und Herren, ist keine Parabel. Ja? Das ist Malen nach Punkten. Eine Parabel hat diese wunderschöne Rundung da unten. Sie kennen das schon aus der Schule mehr oder weniger. Und jetzt sehen Sie, dass diese Parabel zum Beispiel eine gerade Funktion ist. Ja, für x und für minus x kommt derselbe Funktionswert raus. Diese Funktion ist also gerade. Diese Funktion ist damit auch nicht injektiv, zumindest nicht als Funktion von r nach r. Und surjektiv ist sie auch nicht, weil zum Beispiel für negative Funktionswerte es sind keine Funktionswerte. Es könnten Elemente des Bildbereiches sein, aber es sind keine Funktionswerte, die kommen also nicht vor. Die Funktion ist monoton wachsend von 0 an, hier hoch, da ist sie monoton wachsend, wächst sie. Wenn Sie dann ein Stück weiter nach rechts gehen, auf der Achse wird es immer größer. Und auf dem kalten Stück ist sie monoton fallend. Da, und zwar auch bis hierhin. Im Grunde sehen Funktionen für andere gerade a's ähnlich aus, sind auch gerade Funktionen. Zum Beispiel, wenn Sie das a gleich 4 nehmen, dann sieht es dann so aus. Ungefähr wird es steiler, schmiegt sich flacher an die x-Achse. Und das geben also alles gerade Funktionen für a gleich 3.
kriegen Sie etwa diesen Verlauf bei x. Und die ist ungerade, sie ist überall streng monoton wachsend. Wird immer größer, wenn Sie das x vergrößern, auch im Punkt 0. Denn wenn Sie von dem Punkt 0 ein bisschen nach rechts gehen, werden die Funktionswerte größer. Diese Funktion ist also überall streng monoton wachsend. Sie hat also auch eine Umkehrfunktion, sie ist bijektiv. Wenn Sie nämlich irgendeinen Wert hier einsetzen, dann könnten Sie sagen, die Umkehrfunktion hier ergibt das x zu diesem y. Sie ist also als Funktion von f von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen monoton wachsend. Sie ist bijektiv, wie zum Beispiel die Funktion f von x gleich x auch. Und damit hat sie also auch eine Umkehrfunktion. Jetzt könnte man sich fragen, was passiert bei a gleich 0? Bei a gleich 0 haben wir folgendes Problem. Wir wissen nicht, was die Funktion an der Stelle 0 sein soll. Die Funktion hat da ein Loch, ein Löchlein. Das ist also eine Besonderheit. Diese Funktion f, die bildet nur ab von den reellen Zahlen ohne die 0, zum Beispiel in die reellen Zahlen. Genau genommen bildet sie nur ab auf den Wert 1. Das heißt, als Funktion in die reellen Zahlen ist sie nicht surjektiv, weil zum Beispiel der Wert 2 überhaupt niemals vorkommt. Wenn wir sie als Funktion betrachten, die den Definitionsbereich, also alle reellen Zahlen ohne die 0, die wir dann für x einsetzen können, nur abbilden auf die Menge 1, dann ist die Funktion tatsächlich surjektiv. Hier heißt die Funktion also f von x gleich x hoch 0, die auf dem Definitionsbereich identisch 1 ist, aber der Definitionsbereich enthält die 0 eben nicht. Das zeigen wir durch diesen Kuller an. Durch dieses Loch, was wir dort gemacht haben. Wir machen uns Gedanken über die Funktion f von x gleich x Quadrat und überlegen uns, dass wir diese Funktion auf unterschiedliche Art und Weise mit einem Definitionsbereich und einem Wertebereich beschenken könnten. Zum Beispiel könnten wir sagen, die Funktion bildet von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen ab. Das ist kein Problem. Wir könnten ja jede reelle Zahl nehmen und die quadrieren und dann kriegen wir eine reelle Zahl raus. Das heißt, die Funktion ist brauchbar definiert so. Wir könnten noch sagen, wir bilden r ab in den Intervall von 0 bis unendlich. Das heißt, unser Wertebereich in diesem Fall in Gelb wäre nur die positive Achse inklusive der 0. Und wir könnten noch sagen, wir betrachten die Funktion so, dass wir nur nicht negative Werte hineinstecken dürfen. Und dann kriegen wir auch nur nicht negative Werte hinaus. Das heißt, dieses wäre der Abschnitt hier auf der x-Achse. Und jetzt fragen wir uns, ob die Abbildung injektiv ist, surjektiv und bijektiv. Die Abbildung von r nach r, die das Quadrat einer Zahl x zuordnet, ist nicht injektiv. Wir haben es hier aufgezeichnet. Für ein y gibt es zwei Urbilder. Für 4 gibt es zum Beispiel die Urbilder 2 und minus 2. Das ist also nicht injektiv. Die Funktion, wenn wir nur die gelben Funktionswerte betrachten, hat das einen Unterschied? Nein, es hat keinen Unterschied. 4 ist in den gelben, es reicht ein Beispiel, um das zu Fall zu bringen. Ja, 4 ist ein denkbarer Wert des Funktionsbereiches, der ist im Intervall von 0 bis unendlich, hat zwei Urbilder, 2 und minus 2, das ist nicht injektiv. So. Wenn wir uns hingegen nur auf den orangen Definitionsbereich beschränken, dann lassen wir nur die nicht negativen Zahlen zu. Moment, wenn wir jetzt also, und ich zeichne es in orange ein, einen Funktionswert hernehmen, dann gibt es dazu auch genau ein Urbild. Also zu einem y gibt es genau ein x.
weil es ja eine nicht negative Zahl ist. Das ist ja auch richtig. Auf dem Taschenrechner haben wir die Wurzelzeichen. Wenn wir eine nicht negative Zahl eingeben, drücken auf das Wurzelzeichen, dann kriegen wir genau ein Ergebnis. Das ist eine nicht negative Zahl. Das ist injektiv. Ja. So, die Funktion von R nach R ist nicht surjektiv. Da haben wir schon das Fragezeichen eingezeichnet. Zu negativen Zahlen ergibt es kein Urbild. Die kommen nie vor als Funktionswert. Aber wenn wir die Funktion darauf einschränken, dass wir sagen, der Bildbereich besteht nur aus den nicht negativen Zahlen, dann ja, dann haben wir also tatsächlich Surjektivität. Und der Surjektivität, die geht an der Stelle nicht verloren, an dieser einen Stelle, wenn wir nur den orangen Definitionsbereich haben, denn die nicht negativen Zahlen, die kriegen mit ihren Quadraten alle nicht negativen Funktionswerte in Gelb auch voll. Das heißt, die kommen auch alle vor. Damit können wir also schlussfolgern, die Funktion hier ist nicht bijektiv, diese ist nicht bijektiv, aber in der Einschränkung auf nicht negative Zahlen ist es bijektiv und wir können die Funktion umkehren. Das heißt, hier und nur dort ist die Funktion umkehrbar. Wir haben eine Umkehrfunktion und die Umkehrfunktion zum Quadrieren ist das Wurzelziehen. Das ist also y hoch 1/2. Das ist gleich x. Jetzt können wir uns natürlich auch fragen, ob wir noch andere Werte a verwenden können. Und da hätten wir anzubieten, dass das a kleiner 0 ist, aber ganzzahlig. Und zeichnen, wie diese Funktionen aussehen. Gucken wir uns das an. Die Funktion für a gleich minus 1. Die sieht so aus. Für 1 kommt 1 raus. So. Und hier sieht es so aus. Das ist also in schwarz f von x gleich 1 durch x gleich x hoch minus 1. Das ist dann die Stelle 1. Und diese Funktion ist ungerade. Sie ist rotationssymmetrisch am Ursprung. Sie ist monoton fallend auf jedem Teilstück ihres Definitionsbereiches. Über die Grenze 0 hinweg ist sie natürlich nicht monoton fallend. Es geht ja sozusagen nach oben, wenn sie auch nicht definiert ist bei 0. Das heißt, diese Funktion ist definiert für alle reellen Zahlen, aber nicht für die 0. Und es bildet in die reellen Zahlen ab. Wenn a ungerade ist, dann sind es ungerade Funktionen. Wenn Sie jetzt also x gleich minus 3 einsetzen, überlegen Sie sich, was tun, dass das hoch 3 mit den Werten 1 durch x. Wenn Sie jetzt also wissen wollen, wie x hoch minus 3 aussieht, dann schreiben Sie es als 1 durch x in Klammern hoch 3. Was passiert, wenn Sie es hoch 3 nehmen? Für 1 bleibt es 1. Für Werte größer als 1, also Funktionswerte größer als die zwischen 0 und 1 liegen, werden die nur noch größer. Zack. Und dann geht es hier nur noch schneller gegen 0. Das heißt, in lila sehen Sie jetzt f von x gleich 1 durch x hoch 3. Und entsprechend hier für negative Zahlen wird es nur noch negativer. So, und dann. Was ich jetzt mache, dass ich aus dem Bild argumentiere, wie die Funktionen aussehen, das ist den meisten von Ihnen irgendwie sehr ungewohnt. Sie haben gelernt, Funktionen mit dem grafikfähigen Taschenrechner zu zeichnen oder mit Wolfram Alpha, die sind natürlich alle verfügbar. Das können Sie als Test benutzen, aber eine Ingenieurin oder ein Ingenieur angehend oder schon fertig muss von seinem inneren Auge sehen, wie die einfachen Funktionen aussehen. Die komplizierten kann man sich ja durchaus mal angucken, aber um sinnvollerweise weiteren Vorlesungen folgen zu wollen, egal wo drin, muss man eine Vorstellung davon haben, wie diese Funktionen aussehen, um verfolgen zu können, was überhaupt beschrieben wird in diesen Funktionen. Deswegen ergeht meine eindringliche Ermahnung an Sie, zeichnen Sie Funktionen. Beginnen Sie mit den einfachsten Funktionen. Zeichnen Sie sie und überlegen sich, warum die Funktionen so aussehen müssen, wie sie aussehen. Ja, ich könnte hier zum Predigen, als wollte ich Sie bekehren zu irgendeiner seltsamen Glaubensrichtung und Ihnen das immer wieder und wieder und wieder erzählen. Ja, solange dieser Funke, ja, der Geist
des Funktionenzeichens sich Ihnen nicht nähert und Sie nie das Gefühl haben, ich überlege mir jetzt selbst aus mir heraus, wie diese Funktionen aussehen. Warum zum Teufel sieht 1 durch x hoch 3 so aus, wie ich es da aufgezeichnet habe, wenn ich denn 1 durch x schon weiß? Und warum sieht 1 durch x so aus? Wenn Sie das nicht machen, denn ist mein langes Reden vergeblich, deswegen rede ich auch darüber nur relativ kurz. Ja? Diejenigen, die die Funktionen schon zeichnen können, werden es mir danken. Und die anderen, Sie müssen das selber probieren. Sie müssen es einfach mal ausprobieren. Und dann sehen Sie, wie einfach das ist. Ernsthaft. Probieren Sie es aus. Gucken Sie sich an, wie jetzt zum Beispiel 1 durch x² aussieht. Dann nehmen Sie die schwarze Funktion 1 durch x und versuchen, die zu quadrieren. Wenn Sie hier sind, dann müssen Sie quadrieren. Ja? Das wenn es also Werte sind größer als 1 beim Quadrieren, werden die noch größer, aber nicht so groß wie das, die dritte Potenz. Die liegen also hier dazwischen. Und ich wette mal, die Werte, die wo die Funktionswerte kleiner als 1 sind, wie hier, da werden sie also noch kleiner. Das ist jetzt also in blau 1 durch x², das liegt dazwischen. Allerdings, wenn Sie die negativen Werte von 1 durch x für negative Argumente x nehmen und das quadrieren, dann kommen ja positive Zahlen raus. Wie liegt die Funktion? Die liegt so. Für gerade Exponenten wird das also gerade, wenn es gerade Funktionen und dann haben wir also hier, es ist auch größer als 0 und es ist, die Funktion ist gerade, für gerade Exponenten passt super. Die Funktionen haben einen Pol bei x gleich 0, eine Polstelle und die Funktion würde man als, die Achsen könnte man als Asymptoten ansprechen. Dann können wir uns auch gleich noch hernehmen, wenn das a reell ist. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir zum Beispiel auch ein Halb, ein Drittel hätten oder auch irrationale Exponenten. Diese Funktionen sind, danke für die Nachfrage, diese Funktionen sind alle nicht surjektiv, weil die 0 fehlt. Ja, der Funktionswert 0, der kommt nicht vor. Wenn Sie jetzt sagen, also diese hier sind nicht surjektiv, die hier mit ungeraden Exponenten sind injektiv, weil sie zu einem tatsächlich vorkommenden Funktionswert auch ein Urbild bekommen. Aber die mit Graden nicht, da haben sie zwei unterschiedliche Urbilder. Und wenn Sie die Funktion aber jetzt einschränken, in dem Sinne, dass Sie sagen, Sie wissen ja schon vorher, dass die 0 nicht vorkommt, dann ist dieses in dieser Variante ist es surjektiv für ungerade Exponenten. Für ungerade Exponenten a. Ja, für gerade kommt das Negative nicht vor und das ist auch nicht surjektiv. Aber wenn Sie es so einschränken, ist es surjektiv für ungerade a. Diese Überlegung, ob überhaupt alles als Funktionswert vorkommt, die wird etwas interessanter, wenn Sie zum Beispiel solche Anwendungen betrachten, wie die Verformung eines Materials. Ja, Sie nehmen sich ein Stück Stahl, wie auch immer, haben Sie gekauft als Blech und wollen es verformen, um da irgendwas draus zu bauen. Dann ist es ja eine berechtigte Frage, ob überhaupt alle möglichen Verformungen in den Bildern irgendwelcher Verformungsprozesse sind. Also ob das überhaupt vorkommt, ob Sie irgendwelche Kräfte finden, um die angestrebte Verformung hinzukriegen und das am besten natürlich noch unter Einhaltung von Stabilitätsanforderungen an das Material. Und dann stellen Sie fest, ausrechnen können Sie vieles, aber was da tatsächlich sozusagen rauskommt, das könnte sein, dass das in irgendeinem komplett unerreichbaren Zustand Raum ist, dass Sie also das gewünschte Bild nicht erzeugen können. Typischerweise sehen Sie das daran, dass also auch die numerische Simulation schon sehr komische Eigenschaften zeigt und Sie drohen aus dem Raum der Funktionen, die Sie als zulässig betrachten, heraus zu wandern. Ja, zu jeder Kraft, die Sie irgendwo drauf anwenden, gehört eine Verformung. Das Material macht es überhaupt, aber nicht zu jeder Verformung gehört eine Kraft. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie an Beispiele denken, die nicht so sehr schulmathematische Funktionen sind, sondern versuchen bei diesen Begriffen injektiv, surjektiv
der Sache auf den Grund zu gehen. Ich hatte den Pfandautomaten, ich hatte die Abbildung auf die Person, die sie geboren hat. Oder jetzt bei Kräften und Verformung. Und da kriegen Sie ein gewisses Gefühl dafür, dass diese etwas sperrig erscheinende Unterscheidung, injektiv, subjektiv und so weiter, tatsächlich sinnvoll ist. Dass es sinnvolle Begriffe sind. Jetzt waren wir bei Funktionen mit nicht ganzzahligen Exponenten. Dann beschränken wir uns auf nicht negative Argumente und können jetzt eine ganze Schar von Funktionen zeichnen. Hier, das sei mal die Stelle 1, 1. Und jetzt hatten wir schon die Funktionen f von x gleich x, f von x gleich x Quadrat. Das sieht so aus, ich schreibe mal hier, ist eine Kurzform dran, f von x gleich x hoch 3, dann geht die Funktion etwas steiler. Insbesondere lernen Sie jetzt auch, dass die, oder machen sich nochmal grafisch deutlich, dass die Zahlen kleiner 1 beim Potenzieren noch kleiner werden. Das ist leider auch nicht. Und dann haben wir die Funktion 1 durch x, die geht auch hier durch. Und wenn wir jetzt das quadrieren, das war blau in dem hier drüber, dann kriegen wir hier 1 durch x Quadrat und entsprechend 1 durch x hoch 3. So, und jetzt haben wir nur die eingezeichnet, die wir schon kennen. Aber die Umkehrfunktion zu x Quadrat, zum Beispiel x hoch 1 halb, das sieht so aus. Das ist die Wurzelfunktion, x hoch 1 halb. Wenn Sie jetzt die dritte Wurzel ziehen, dann nähern Sie sich hier der 1 noch etwas mehr. Und hier wird es etwas flacher verlaufen. Und das könnte jetzt also x hoch 1 Drittel sein. Und entsprechend könnten Sie hier so etwas einzeichnen, x hoch minus 1 halb. Das ist jetzt das Reziproke zu x hoch 1 halb. Und das heißt also, Sie müssen sich überlegen, dass zu jedem x hoch 1 halb bilden Sie das Reziproke. Das heißt, Sie wandern hier höher hin und kriegen Sie diesen Funktionswert und dann haben Sie hier natürlich trotzdem weiterhin einen Pol. Wenn Sie x hoch minus 1 Drittel nehmen, dann ist die gestrichelte Linie in Rot etwas oberhalb, das heißt diese in Gelb liegt etwas weiter darunter und Sie kriegen eine solche äußerst dekorative Blume dabei. Mal Frage im Chat, divergente Funktionen. Konvergente Folgen und konvergente Reihen als Folgen der Partialsummen von Funktionen. Da haben wir noch gar nicht über Konvergenz oder so etwas gesprochen. Wenn Sie meinen Funktionen, die ins Unendliche streben und dabei stetig sind und alle Werte mitnehmen, die sind, wenn Sie einen Definitionsbereich nehmen, in dem also die unteren Werte auch alle vorkommen, das könnten Sie ja falsch machen, zum Beispiel, wenn Sie so Funktionen haben, die oberhalb von 1 liegt, dann könnten Sie natürlich den Definitionsbereich auch von 0 abwählen, dann wäre es nicht subjektiv, wenn Sie den weit genug nach oben schieben, sodass also die Werte alle vorkommen und dann stetig ins Unendliche auswandern, dann könnte man solch eine ähnliche Aussage retten, aber in der Pauschalität kann man das nicht so sagen. Sie sehen, ich kaue ein bisschen an diesem Wort, was da verwendet wird. Und Sie sehen auch, dass man relativ schnell Aussagen formulieren kann, die auf den ersten Blick ganz vernünftig erscheinen, ja, aber von denen man dann nicht sagen kann, okay, als Satz, als Lehrsatz nehmen wir die mit, sondern wir müssten uns natürlich genau darauf einigen, was das heißt und das dann auch beweisen, aber die Idee geht erstmal in die richtige Richtung. Wir betrachten Polynome als Funktionen, die wir irgendwie aufzeichnen können, wenn wir auch gelernt haben von
Herrn Staudt, dass Polynome zuerst einmal Ausdrücke sind von dieser Bauart und dass ein Polynom vom Grad n und in den komplexen Zahlen sind die in Linearfaktoren zerlegbar und es hat natürlich einen Sinn, dass wir Polynome als solche Ausdrücke betrachten, aber im Rahmen der Analysis zeichnen wir einfach so Funktionen und überlegen uns, wie wir die zeichnen könnten. F von x ist gleich x hoch 3 minus 2x² plus 1/2x plus 1 und jetzt machen wir dazu, meine Damen und Herren, eine Skizze und für diese Skizze rollen wir den roten Teppich aus, da und da. Und Sie versuchen das auch. Sie nehmen sich Funktionen her, die nicht allzu kompliziert aussehen, nicht zu viele Terme drin. Und jetzt überlegen Sie sich, wie der Graph dazu aussieht. Natürlich sollen Sie im Kopf nicht rauskriegen, wie x² minus 2x hoch 3 plus x halb plus 1 genau aussieht. Aber wenn Sie Funktionen von diesem Schwierigkeitsgrad nehmen, dann beginnen Sie, dass Sie ein gewisses Gefühl entwickeln und dann hoffentlich bei den einfacheren Funktionen sofort selber sehen, wie es aussieht. Ja, vor Ihrem inneren Auge steht gewissermaßen diese Funktion. Schauen Sie sich im Alltagsleben um, wo solche funktionalen Ausdrücke, solche Zusammenhänge auftreten, und zeichnen Sie die immer. Mein Vorschlag ist, wie man das rauskriegen kann, dass man die Funktion Stück für Stück zusammensetzt. Man beginnt zum Beispiel mit dem Term x hoch 3. X hoch 3 schmiegt sich hier an die 0, wird dann sehr, sehr klein. Für positive Werte wird es positiv, bei 1 ist es 1. Bei minus 1 ist es minus 1, so ein bisschen denken wir die Werte mit, auch wenn wir keine Wertetabelle einzeichnen. Das ist also x hoch 3. Jetzt möchten wir minus 2x² dazu addieren. Jetzt müssen wir minus 2x² einzeichnen, das ist dieser Term hier. Das heißt, bei 0 ist es auch 0, bei 1 ist es minus 2 und hier ist es auch minus 2. Es liegt also da drunter. Allerdings könnten wir uns fragen, liegt es jetzt überall unterhalb von x hoch 3? Und ja, das tut es, denn für kleine Funktionswerte, also x zum Beispiel 0,1, da ist 0,1 hoch 3 gleich 0,001, also ein Tausendstel, und x war gleich 0,01, also ein Hundertstel. Das heißt also, wir sind hier mit der roten Funktion, sind wir überall hier drüber, aber bestimmt nicht überall, denn auf die Länge, da gewinnt x hoch 3 gegen x Quadrat, das wächst dann schneller. So, jetzt haben wir die beiden Funktionen und jetzt addieren wir sie zusammen, bilden wir Plus und dann haben wir als nächstes, wissen wir jetzt, die Funktion ist weiterhin, hat die Tangente 0 an der Stelle 0 und sie geht umso schneller hier ins Negative. Auf der rechten Seite wissen wir, x hoch 3 gewinnt irgendwann. Das heißt, es geht hier nach oben schließlich. Aber erstmal sind die Werte also kurz rechts neben der 0 sind die Werte von x² größer als die von x hoch 3. Das heißt, erst gewinnt das Rote und dann geht es hier nach oben. Wo passiert das? Es passiert hinter der 1, denn bei 1 hatten wir den Term minus 2x², wenn minus 2 und x hoch 3 ist minus 1. Bei 1 ist die entstehende Funktion x hoch 3 minus 2x², die ist also auch minus 1. Wir könnten nochmal ausprobieren bei 2, das ist verdächtig, 2 hoch 3 minus 2 mal 2 Quadrat. Oh ja, das ist die Nullstelle hiervon ist gerade bei 2. Das haben wir jetzt zufällig rausgefunden, es hat geklappt, aber es hat ein bisschen, wir wissen, es sieht ungefähr so aus. Jetzt nehmen wir den nächst einfacheren Term dazu, plus 1/2x. 1/2x läuft also so. Wir achten darauf, dass das schneidet hier die schwarze Funktion, weil die schwarze Funktion sich ja an die x-Achse schmiegt. Und dann dort,
Bei 2 ist sie 1 und da geht sie hin. Das ist also 1/2x. Wir addieren beide zusammen. Und was passiert? Die Funktion wird sich, das hier war 1/2x und jetzt wird sich dieser Buckel, der sich vorher an die x-Achse geschmiegt hat, der wird sich jetzt hier anschmiegen. So, das heißt, der geht hier ein bisschen hoch, dann geht er nach unten und dann geht er noch etwas steiler nach oben. Überlegen wir uns, die 2 war vorher die Nullstelle, jetzt kommt die blaue Funktion dazu, geht es also nach oben. Die 1 ist weiter hier irgendwo. So ungefähr müsste jetzt aussehen, x hoch 3 minus 2x² plus x halbe. Und was macht schließlich die Funktion plus 1? Es schiebt alles um 1 nach oben und dann sieht die Funktion so aus. Das ist die fertige Funktion f von x. Ja, das müsste Ihnen nicht zwingend auch gleich in 5 Minuten passieren, aber die Aufforderung ist, dass Sie dieses ausprobieren, dass Sie also versuchen, Funktionen zusammenzubauen. Und die letzten Minuten verwende ich jetzt auf die Exponentialfunktion. Ja, es gibt mehr Funktionen als Potenzfunktionen. Ich weiß, Sie haben sozusagen 1,5 Jahre lang praktisch, also falls Sie jetzt kürzlich Abitur gemacht haben, praktisch keine Schule gemacht. Und da ist vieles untergegangen und wahrscheinlich sollten Exponentialfunktionen auch drankommen bei Ihnen in der Schule, sind aber dann doch nicht drankommen. Das kann schon passieren. F von x ist gleich a hoch x und das sind eben keine Potenzen, das sind Exponentialfunktionen. Da sehen wir hier, zack, das a ist da unten. Und Sie zeichnen, und wir starten morgen da wieder und machen es nochmal besser und schöner, und überlegen uns in diesem Bild, wie die Funktion f von x gleich 2 hoch x aussieht. Das erinnert so ein bisschen an die Geschichte von dem irgendein Adelstitel, der wollte ein Spiel haben sie folgenden Deal gemacht: auf das erste fällt ein Reiskorn, auf das zweite 2, auf das nächste 4, auf das dann wieder 8 und immer doppelt so viel. Und dieser Adlige hat sich oder dieser hat sich gedacht, naja, das kann ja nicht viel werden, so ein Reiskorn ist ja nichts, nicht wahr? Frau Melanie Brinkmann vom HZI hat im Fernsehen dieses Argument wieder belebt und hat erklärt, dass wenn Sie einen Tropfen in ein Stadion, ein richtiges ausgewachsenes Bundesliga-Stadion hineintropfen und dann müssen nach 2 Tropfen und dann 4 und dann 8 und dann 16 und dann 32 Tropfen, dann ist nach irgendwie 42 Tagen ist das Stadion bis zur Mitte voll und am 43. Tag ist es ganz voll und dann läuft es natürlich über. Das heißt also, dieses Verhalten wollen wir hier abbilden, auch bekannt als exponentielles Wachstum. Kennt nicht jeder, aber dieses Wort haben schon viele gehört, gerade jetzt. Und bei 2 hoch 0 kommt also 0 heraus und am nächsten Tag sind es 2 Tropfen und dann sind es 4 und dann sind es 8. Es geht also immer so weiter. Und für am Tag vorher war es ein halber Tropfen und ein Vierteltropfen. Und da sind wir wieder bei dem Käse, den wir in jede Richtung durchschneiden. Und wenn wir jetzt nur diese Werte eingesetzt haben und wir könnten auch diese Potenzen auswendig kennen, ja 16, 32, 64, 128, 512, 256, das habe ich vergessen zwischendurch, 1024. Das ist, wenn Sie es immer weiter verdoppeln. Es gab auch mal so ein Spiel, da spielten diese Zahlen eine ganz große Rolle, das haben die Leute unter Zeitverlust auf ihrem Handy gespielt. Und dann sieht man, dass diese Funktion 2 hoch x für a gleich 2, die sieht also so aus und für negative x sieht die so aus. Nicht wahr? Und sie hat keinerlei Nullstellen, sie wird nie null und sie ist überall monoton wachsend. Und sie wächst da hinten auch immer schneller und schneller. Und das ist exponentielles Wachstum. Ja, und es hat keine Nullstellen.
monoton wachsend, bijektiv, wenn sie die reellen Zahlen auf die positiven Zahlen abbilden, nicht auf die Null, denn Null hat kein Urbild. Das, meine Damen und Herren, werden wir morgen weiter beleuchten und vielleicht den Baukasten der Funktionen, die wir haben, noch ein ganz klein wenig erweitern und verbreitern. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen.